first professional superhero. Holiday Park in Hasloch. Ich habe doch nicht umsonst meinen Stachel. Versus. Ich bin bereit. Fight. Round 1, die Parkgestaltung. Olonio, Holiday Park. Der Holiday Park, einer der führenden Parks Europas. Der Holiday Park ist mein alter Homepark. Holiday Park in Hasloch. Das saftig natürliche Grün entfaltete sich überall. Tausende von Blumen gestalten die Landschaft. Aber im Jahr 2010 zerstörten Maya, Vicky und Co. die saftige Natürlichkeit. Damit war die Hauptphilosophie des Parks futsch. Die Hauptphilosophie des Parks ist die Natur. Du, mir gefällt das gar nicht. Fliegen wir lieber wieder weg hier. Das können wir nicht. Aber die Plopsa-Kette hatte auch seine guten Seiten. Nicht mal ein Würmchen winkt vom Türmchen. Zum Beispiel der neu gestaltete Eingangsplatz. Ein Spatz? Nein, ein Platz. Ein Spatz? Haltet's Maul. Da chill ich lieber in der neuen Heidi Indoor-Halle. Meinst du, man kann da drin genauso gut schlafen wie in einem Schlafsack? Aber ich bin ganz ehrlich, ich brauche Heidi, Vicky und Maya nicht. Ach was. Doch wenigstens sind einige Stellen unverändert. Also irgendwie ist das alles komisch. Wieso ist es so still hier? Welcome. Ich bin im Raum, ich bin bereit. Garantinum, ich bin bereit. Der Moviepark Germany macht seinem Namen immer noch alle Ehre, garantiert. Genau. Aber auch hier schwelge ich in nostalgischer Erinnerung. Ich erinnere. Denn die Warner Brothers Lizenz gibt es nicht mehr. Nein, fickt euch. Schade um die Gremlins. Schade um Batman. Batman hat keinen Zuständigkeitsbereich. Nun müssen wir uns mit SpongeBob und Co. zufriedenstellen. Hey, ich bin bereit! Aber so langsam gedeiht die Parkgestaltung wieder. Ach was? Der Star Trek-Themenbereich ist wahrlich gelungen. Ach was? Im Großen und Ganzen gestaltet sich der Park so langsam wieder gut. Ein paar Lizenzen sind auch dazugekommen. Kein Paramount Pictures, aber besser als Maya. Ach was? Garantiert. Danke. Ja, dir. Round 2, das Attraktionsangebot. Der Freizeitpark im rheinland-pfälzischen Hasloch bei Ludwigshafen ist seit fast 4 Jahrzehnten oftmals der erste Park Europas bei der Einführung neuer Attraktionen oder Shows. Das würde ich so nicht unterschreiben, aber trotzdem hat der Park ein paar Weltklasse-Attraktionen. Der Donnerfluss Freefall Tower. Den Megacoaster Expedition GeForce. Doch nostalgische Highlights mussten weichen. Der Superwirbel, eine Erfolgsgeschichte der Freizeitparkindustrie. Tanzender Pavillon, das fantasievolle und märchenreiche Aquascope. Dafür haben wir jetzt den Triple Launch Coaster Skyscream. Der Skyfly ist auch nicht schlecht. Alles in allem bietet der Holiday Park ein ordentliches Portfolio. Komm, wir fahren von Helsings Factory. Diese Fahrtrag ist zu mir. Der Moviepark Germany hat auch einiges zu bieten. Na, Jungs. Die Achterbahn Star Trek ist dabei mein absoluter Favorit. Guck mal, Star Trek. Alter, ist das krass. Ach, was. Der Crazy Surfer ist auch eine Empfehlung. Dank dem Warner Brothers Lizenzverlust wurden aber einige Attraktionen abgerissen. Und Bandit oder MP Express sollte man gar nicht erst anrühren. Aber der Park ist trotzdem eine Empfehlung, besonders an Halloween. Augen schließen, zu gruselig. Möchtest du mich heiraten? Beide Parks haben gute Attraktionen, aber die Expedition GeForce ist das Sahnehäubchen. Tatsächlich? Hier hoch. Holiday Park wins. Holiday Park in Round 3, mein objektives Fazit. Der Holiday Park ist ein Park für alle, für jung und alt, für alle Generationen. Zusammen mit der Expedition GeForce, dem Freefall Tower und Skyscream ist der Holiday Park ein wahres Muss für Adrenalin-Junkies, garantiert. Ein Touristenmagnet für Besucher aus dem In- und Ausland. Die Plopsa-Kette mag zwar hilfreich sein, ist aber nicht so mein Fall. Magst du sie nicht?
nicht? Da gebe ich mich lieber mit dem Schwammband aus dem SpongeBob ab. Ich bin informiert, ich bin bereit. Und Star Trek ist doch auch sehenswert und natürlich fahrenswert. Und man trifft hier immer viele Leute. Ach krass, guck mal, da vorne ist auch Terminator. Leider fehlt mittlerweile ein Dark Ride. Mit Ice Age eine Runde drehen. Und keine der Attraktionen kann gegen Expedition GeForce mithalten. Beide Freizeitparks hatten eine harte Vergangenheit und auch nicht den besten Ruf. Ich würde sie trotzdem mal austesten. Unentschieden. Das war's, meine Freunde der Zeichentrickfiguren, die sich auf die Fresse hauen. Und falls euch das Video gefallen hat, abonnieren nicht vergessen. Bis die Tage, meine Freunde. Ciao. Das war lustig.